Kinder, heute an Heiligabend seht ihr eine Geschichte, die Muhme erlebt hat. Muhme war eine Kuh. Aber Muhme war nicht irgendeine Kuh. Muhme war eine ganz besondere Kuh. Muhme lag träge in ihrem Stall und langweilte sich. Im Winter war immer so wenig los. Man konnte nicht raus auf die Weide. Man konnte sich auch nicht von der Sonne kitzeln lassen. Man konnte nichts Grünes fressen, weil nichts wuchs. Muhme wartete auf ihre beste Freundin, die Krähe. Die hatte es gut, die konnte fliegen und erlebte immer wieder aufregende Geschichten. Wenn doch wenigstens die Krähe bald mal wieder zu Besuch käme. Das dachte Muhme. Aber hört mal, flatter, flatter, flatter. Hallo Muhme, was ist denn los? Du siehst ja aus wie 7 Tage Regenwetter. Krächz, krächz. Mir ist so langweilig. Hier passiert einfach überhaupt gar nichts. Erzähl doch mal, was gibt es Neues in der Welt? Mal überlegen. Na, so richtig viel erlebt habe ich nicht. Doch, da war was. Ich habe einen Mann und eine Frau gesehen. Maria und Josef heißen die beiden. Die Frau hat einen ganz dicken Bauch gehabt. Krächz, krächz. Meinst du, die ist vielleicht schwanger? Krächz, ich glaube, das Kind kommt bestimmt bald. Dann braucht sie aber einen gemütlichen Platz zum Ausruhen. Da hast du recht, krächz, aber in den Gasthäusern war alles voll. Der Wirt hat sie zu seinem Stall geschickt. Du, Muhme, die schlafen jetzt wirklich bei einem Ochsen und einem Esel. Krächz, krächz. Und was ist, wenn das Baby kommt? Wo soll es denn dann schlafen? Ohne Bett? In einem Stall? Ein Stall ist doch nur etwas für Tiere. Krähe, ich will wissen, wie es den beiden geht. Flieg doch mal los und guck. Alles klar, wird gemacht. Und schwupps war die Krähe draußen und flog los. Sie wusste ja noch genau, wo der Stall lag. Sie schaute neugierig hinein und kehrte auf dem schnellsten Weg zu Muhme zurück. Flatter, flatter, Muhme, stell dir vor, das Baby ist geboren. Zupf mich an der Schwanzfeder, ich glaube es nicht, aber ich habe es genau gesehen. Es liegt in der Krippe in einem Stall. Aber Krähe, das kann doch nicht stimmen. Kinder, das stimmt doch. Da liegt ein Baby im Stall, oder? Oh, ja, ich bin so aufgeregt. Krächz. Muhme, ich flieg mal weiter und gucke, was in dieser Nacht sonst noch so passiert. Und schwupps war die Krähe wieder draußen und flog los. Von ferne sah sie plötzlich ein helles Licht am Himmel. Was ist das, wunderte sie sich und flog in die Richtung. Als sie ankam, sah sie die Hirten mit ihren Schafen. Sie hatten sich auf dem Feld niedergelassen. Neugierig, wie die Krähe nun mal war, ließ sie sich leise zwischen den Hirten nieder. Kaum, dass sie dazwischen saß,
wurde das Licht noch heller. Plötzlich erschien am Engel ein Engel am Himmel. Die Hirten erschreckten und die Krähe auch. Aber sie ließ sich nichts anmerken. Der Engel sagte: Habt keine Angst, denn euch ist heute der Heiland geboren, Jesus Christus. Und ihr könnt ihn finden, in einem Stall ganz hier in der Nähe. Dort liegt er, in einer Krippe. Er bringt allen Menschen Frieden. Die Hirten guckten sich verwundert an. Und die Schafe mähten laut. Da beschlossen die Hirten loszugehen und nachzuschauen, wo denn nun das neugeborene Kind, der Heiland, zu finden sei. Krähe flog natürlich mit. Flatter, 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 flatter! Muh, da bist du ja wieder. Du siehst ja ganz aufgeregt aus. Muhme, ich habe einen echten Engel gesehen. Was hast du? Einen Engel gesehen, kreucht, kreucht, draußen auf dem Feld bei den Hirten und den Schafen. Da ist doch nichts da draußen. Krähe, das hast du dir nur ausgedacht. Nein, 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 Kinder, helft mir. War da ein Engel? Siehst du, da war wohl ein Engel und der hat den Hirten gesagt, dass heute ein ganz besonderes Kind geboren wurde. Das in dem Stall, von dem du mir erzählt hast? Genau, das ist nämlich Gottes Kind, das allen Frieden bringt, hat der Engel gesagt. Und die Hirten sind jetzt im Stall und sie sind so froh und freuen sich. Dann will ich mich auch freuen. Krähe, lass uns heute feiern, dass dieser, Krähe, wie hieß denn das Gotteskind? Jesus. Krähe, dann lass uns feiern, dass Jesus geboren ist und dass er uns Frieden bringt. Und so machten sie es dann auch und feierten die Geburt des kleinen Jesuskindes. Und das tun wir auch heute. Fröhliche Weihnachten!